So, ich möchte anhand dieser Kuchenstückübung aus Teil 1, also einfach nur außen rumlaufen, einen Bereich vom Hundetraining beleuchten, der gerne stiefmütterlich behandelt wird, unterstelle ich jetzt mal. Sollte man sich aber Gedanken darüber machen, habe ich mir früher auch nicht, ne? Also versteht mich nicht falsch, das hat sich erst in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Jahren entwickelt. Nochmal unterstützt auch mit Fortbildung. Auf jeden Fall geht es darum, was außerhalb dieser Übung stattfindet. Wo ist der Anfang der Übung, wo ist das Ende der Übung, wo sind meine Belohnungspunkte und wie mache ich dem Hund klar, was ich ihm gerade beibringen will. Ne, der Hund steht morgens auf, guck mal, Pepper geht jetzt Richtung des Targets. Was meint denn der Hund, was ich ihm beibringen will und hat er verstanden, was die Übung ist? Und bei mir fängt das mit dieser Startposition an. Und vielleicht habt ihr euch ja schon gefragt, ich belohne Pepper für das Einnehmen der Startposition. Und das ist für sie dann auch der erste Punkt, da fängt die Übung an, die wir jetzt zusammen machen. Und das ist ja eine Verhaltenskette aus irgendwo hinlaufen, hinterherlaufen, dahinter passiert vielleicht auch noch was, werde ich belohnt, komm zurück und so weiter. Mal hier. Das heißt, ich sage uns für Pepper hier auch nicht das Wort mit F, also Fuß, weil ich sag mal, entweder erstens übe ich das gerade nicht, zweitens, wenn das hier nicht hundertprozentig genau ist, möchte ich da auch nicht, dass da Ärger aufkommt. Ne? Also ich diskutiere das nicht mit ihr. Außerdem könnte ich hier nochmal nachbelohnen, wenn sie eher ein unruhiger Hund ist. Ja, weil warten könnte ja eine Challenge sein. Und ich will mir einfach auch keinen Frust reinbringen über immer das Warten am Start, darüber rumdiskutieren, bleibt jetzt sitzen, bleibt jetzt nicht sitzen, blubblub. Dafür belohne ich dann lieber den Start. Und jetzt findet die Übung statt und dann kommt nochmal ein Klick, wird belohnt, da ist das Ende der Aufgabe, die ich gerade trainiere. Das heißt, über die Jahre ist für Pepper, meine ich, das ist jetzt meine Interpretation, klar geworden, dieser Bereich von jetzt an bis gleich zur nächsten Belohnung ist die Übung. Ja? Außen, dann kommt Klick und dann belohne ich hier. Jetzt könnten ja welche sagen, also da ist übrigens Ende der Übung. Das heißt, was jetzt stattfindet, gehört nicht mit zu dem, was ich gerade trainiere. Das heißt, sie sucht da jetzt noch ein bisschen rum, ist nicht schlimm. Und wenn das jetzt ganz, ganz viel passieren würde, müsste ich mir Gedanken machen, weil dann in meiner Trainingssequenz wenig Wiederholung stattfinden. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt überdenken, Futter zu nehmen, was besser sichtbar ist. Scheinbar ist das da jetzt irgendwo in eine Walachei gefallen. Das heißt, wenn ich mir jetzt plötzlich entscheide, ich übe jetzt die andere Seite, fange ich wieder an, dass ich hier belohne vorher, bevor ich starte. Pepper? Das heißt, ich hole sie mir in eine Startposition. Das ist praktisch der Anfang der Übung. Außen. Dann klick und dann belohne ich in die Verlängerung. Warum zum Beispiel hole ich Pepper, leg dich mal hin, ablegen. Das ist übrigens jetzt ein Zeichen, jetzt findet nichts statt, ja, ich lege sie hin. Wenn ich, man könnte jetzt sagen, ich könnte mir den sparen am Ende, ich könnte sie hier wieder in den Start holen und hier aus wieder belohnen. Dann habe ich aber aus meiner Sicht nicht diese Übung belohnt, sondern nur den ins Start kommen, ja. Deswegen belohne ich auf jeden Fall in Verlängerung von meinem Setting, weil ich schon im Kopf habe, dass später hier noch mehr passiert. Ja, das heißt, der Hund soll unter Umständen weiterlaufen. Deswegen ist es mir auch wichtig, in der Verlängerung zu belohnen. Und da ist dieser eine Übungsdurchgang beendet. Ja, der fängt am Start an, bei mir mit einer Belohnung. Das hat auch was damit zu tun, dass die Peppe vom Typ Hund her eher ein unruhiger Hund ist, der früher sehr viel Stress kompensiert hat mit einfach Rennen. Das heißt, ich belohne für sie einen ruhigen Start. Ich sage ihr damit, das lohnt sich für dich, hier ruhig in den Start zu kommen und dann starte ich sie. Ja, und ich vermeide Diskussion. So, jetzt könnte man ja auch noch folgendermaßen vorgehen. Guck mal, ich kringel sie manchmal hier so ein. Ne? Das könnte jetzt rein aus motorischen Gründen für manche Hunde auch ungünstig sein im Ablauf. Ich mache jetzt gleich mal ein paar, 3-4 Mal hintereinander. Dann seht ihr, was ich meine. Weil die Motivation steigt mit der Belohnungsrate. Das heißt, wenn die besonders hoch ist in kurzer Zeit, kriegt der Hund halt viel Spaß. Wenn ich jetzt ewig rumdoktern muss, um den Hund hier wieder hinzukriegen in die Startposition, ist das unter Umständen ungünstig. Also ihr habt halt verschiedene Möglichkeiten, nach diesem Außen den Hund wieder in die Startposition zu holen. Ich kann die mir hier mit einem halben Slalom durch die Beine holen. Ich kann mir die hinter mir herlaufen lassen. Ich kann vor mir kreuzen lassen und den wieder in die Startposition holen. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, ich übe jetzt ganz viel die gleiche Richtung. Dann macht es durchaus Sinn, weil der Hund hier jetzt in einem Rechtsabbiegerkreis läuft, also nach rechts gebogen, den einfach hinter mir herzuholen. Dann ist sie zack wieder im Start. Also, ich fange jetzt wieder an, ich belohne sie mal eben, sie hat ganz lieb gewartet, außen. Ich belohne einmal am Ende der Übung, fordere sie auf, hinter mir herzugehen. Ja, genau, das ist motorisch, halt für viele Hunde viel einfacher als dieses direkt sich an der Seite einklappen.
Vor allem, weil manche Hunde dann auch schon schlecht sitzen, weil sie eine schlechte Grundstellung haben. Ne? Das kann man sagen, oh, jetzt übe doch erstmal die Grundstellung. Ja, kann man. Aber ich könnte auch sagen, ich übe jetzt erstmal, übe das nicht, sondern das ist was, was ich, wo ich mich gar nicht mit belaste, sondern ich locke den Hund einfach in, in meine Startposition, fertig. Außen. Also wenn man jetzt immer, wenn der Hund immer so in einer Biegung läuft, hat man den Vorteil, der Hund muss sich nicht andersrum biegen und damit motorisch eine andere Bewegung machen. Andere Seite wäre das dasselbe Spiel. Das heißt, ich habe hier einen Keks für den Start. Danach, ich gebe hier übrigens ein, danach ist meine Hand leer. Außen. Hier den Keks. So, hier zum Außen. So kriege ich es hin, relativ viele außen, viele Durchgänge zu machen. Ablegen. Das Ablegen heißt jetzt, gibt gerade keinen Neustart. So, ich zeige euch jetzt noch andere Varianten, wie ich den Hund wieder in den Start holen kann. Die Prozedur nach dem Belohnungskeks in den Start kommen gehört nicht mit zum Außen. Und ich möchte das für Pepper auch klar abgrenzen. Wenn ihr das gar nicht abgrenzt, kann es sein, dass der Hund jetzt sich eine komplette Verhaltenskette angewöhnt. Der Hund denkt, das gehört alles dazu und ihr dann vielleicht bei einem anderen Trainingsschritt, wenn ihr was anderes aufpasst, struggelt und euch wundert, warum bestimmte Dinge passieren. Ja, also genauso wie Frustration aufkommen kann. Wenn jetzt hier ein Fehler passiert, belohne ich das Ende ja nicht, also wenn jetzt hier irgendwo drin, dann rufst du ab, kann es für den Hund Frustration kommen, wenn er gar nicht belohnt wird. Also deswegen diese Belohnung am Start hilft auch, ja so eine Art, ich wisch die Tafel wieder leer, wir fangen wieder neu an. Und du musst dich nicht aufregen, du kriegst deine Belohnung. Ja, gerade Hunde, die sehr, sehr viel Will to Please haben, die macht das unheimlich unruhig oder frustriert die und strugglen damit, wenn sie ständig was anbieten, kriegen aber kein Feedback darüber, ja, was ist denn das Problem und ich habe doch schon und bieten dann alles an. Ne? Also, ich zeige euch jetzt mal andere Varianten. Also gleich, jetzt belohne ich wieder, ne? Außen. Und dann hole ich den Hund hier rüber in die andere Position. Damit kann ich zum Beispiel direkt beide Seiten trainieren. Auch ein Vorteil, ja, außen. Das heißt, ich hole mir den Hund vor mir her. Guck mal, das kam jetzt aus dem letzten Training. Ne? Da habe ich ja immer in der Runde trainiert. Ne? Da sagt die Pepper, oh, das haben wir gerade anders gemacht. Also, ich hole sie nochmal auf die andere Seite. So. Außen. Zum Außen gehört eigentlich nur das. Ne? Dann, komm mal hier. Pick. Das hast du schon gefunden. Komm mal hier. Jawohl. Und außen. Im Grunde hört ihr an Signalwörtern, komm mal hier, in dieser Sequenz nur das Wort, was ich ihr gerade beibringen will. Außen. Ja, also ich benutze jetzt nicht ständig ablegen, andere Signalwörter noch dazu, sondern klar, wenn ich jetzt noch Tage da drin hätte. Aber erstmal nur das eine. So, man kann jetzt auch sagen, man holt den Hund zum Beispiel immer über so einen halben Slalomschritt wieder in die Fußposition. Komm mal hier. Los. Außen. Belohnen Sie. Ups. So, bei Pepper ist sie mir dann tatsächlich. Guck mal, sie biegt nochmal außen an. Warte. Abbiegen. Abbiegen. Habe ich doch jetzt gemacht. Dieses da durchlaufen, dann ist sie mir eigentlich schon ein bisschen zu weit vorne. Ja? Also ich habe lieber die Variante so schicken, hinter mir herholen oder vor mir kreuzen, auf die andere Seite holen. Ich kann natürlich auch das folgendermaßen machen. Das wäre jetzt dritte Variante. Ich habe hier den Start außen. Mach mir gar keine Gedanken. Lass sie einfach chaotisch da suchen und hole sie mir und lass sie so dieses Einkringeln machen. Ja? Das ist im Grunde wie beim, ja, wenn ich die abrufen würde, sollte ins Fuß kommen. Außen. Rechte Seite wäre dasselbe. Ne? Da strugglen einige Hunde ein bisschen motorisch mit und kriegen das dadurch schlecht hin und dann stehen sie im Start schlecht. Finde ich dann, kann auch kontraproduktiv sein. Also macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr für den Hund ganz klar abgrenzt, was heißt denn, was soll denn außen heißen.
Bei Pepper ist das, wenn sie bei mir startet, lauf hinter Gegenstände, lauf hinter den ganzen Gegenständen her und du wirst belohnt. Und der Klick kommt, wenn das Außen zu Ende ist. Das heißt, das Außen ist im Prinzip auch ein Dauersignal. Dadurch, dass ich den Start mit einem Keks belohne, mach mal noch eine andere Variante. Dasselbe mache ich im Prinzip, wenn ich den Hund nicht von mir aus losschicke in dieser Übung. Kann ja sein, dass ich es irgendwann verändere und sage, ich möchte den Hund von einem Target aus losschicken. Ja? Das heißt, ich packe die Pepper auf das Target, mache dafür ihr die Startposition klar. Sie hat jetzt dann Keks bekommen und starte sie von da aus außen. Ja, also auch da ist der Rahmen für mich derselbe. Ich platziere sie im Start mit einer Belohnung, die sie sich allein schon dafür, dass sie dahin gekommen ist, verdient hat. Außen. Ja, also macht euch mal Gedanken darüber, über den Rahmen eures Trainings. Welche Übung will ich dem Hund genau beibringen? Wo startet die Übung, wo endet die Übung, wo sind meine Belohnungspunkte?